Ja, liebe Freunde, vielleicht haben Sie schon gehört, immer mehr Deutsche hauen aus der BRD ab. Jetzt hat es einer unserer bekannten Wirtschaftsökonomen getan. Sie wollen wissen, wer das ist? Gleich geht's los. Ja, liebe Freunde, Sie werden ja sicherlich unseren Freund Max Otte kennen, ganz bekannt. Sie werden sicherlich Dr. Markus Krall kennen. Ich vermute mal, die meisten, die auf meinem Kanal sind, werden ihn kennen. Und was soll ich Ihnen sagen? Ich blende Ihnen das mal ein. Dr. Markus Krall, hier auf Twitter, der hat beschlossen oder ist schon da. Ist schon, genau. Er ist schon da. Er hat letzte Woche seinen B-Ausweis bekommen. Das heißt, das ist im Prinzip eine Daueraufenthaltsgenehmigung. Und er schreibt hier auf Twitter oder X: Ja, es ist wahr, ich gehe in die Schweiz und habe letzte Woche dort meinen B-Ausweis beantragt. Warum und was heißt das? Ich lese Ihnen das einmal vor, bevor wir es kommentieren. Ich bin nicht mehr bereit, das verkommene System der parteipolitischen Demolierung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu finanzieren. Ich zahle jetzt den größten Teil meiner Steuern in der Schweiz, wo man noch besser mit dem anvertrauten Geld umgeht. Ja, es kommt ja auch dazu, dass die Schweiz auch noch niedrigere Steuersätze hat. Und Sie sehen, die Leute, die relativ lange in Deutschland durchgehalten haben, die sind einfach nicht mehr bereit. Man muss dazu bei Markus Krall wissen, er hatte eine Hausdurchsuchung, er ist einmal am Flughafen abgeführt worden, man hat ihn abgehört, alles Mögliche. Und Markus Krall ist außer 5 Minuten in der Werteunion sonst in keiner Partei gewesen. Das muss man sich mal vorstellen. Also wie der Staat mit diesen Leuten umgeht, die kritisch sind, das haben wir gesehen und das wissen wir nun. Und der hat eben die Konsequenzen gezogen und gesagt, okay, jetzt ist es genug, ich will da weg. Wir müssen immer wieder betonen, es hauen nicht die Bürgergeldempfänger ab, die bleiben. Aber es hauen alle ab, die die Möglichkeit dazu haben. Und Sie werden sehen, es wird immer mehr werden. Gucken wir mal weiter in seinem Text. Ich gründe mein neues Unternehmen von Anfang an nicht in Deutschland, weil ich niemals in die Lage kommen will, die von Hitler erfundene Wegzugsteuer zu bezahlen. Ja, liebe Freunde, wir haben eine Wegzugsteuer, da habe ich auch schon ein, zwei Videos drüber gemacht. Wenn Sie Deutschland verlassen wollen und Sie haben gewisse Firmenbeteiligungen, dann müssen Sie dann auf den fiktiven Wert Ihrer Firma Steuern zahlen beim Wegzug. Also wenn Ihre Firma 100.000 im Jahr Gewinn macht, dann wird das mit 12 multipliziert, dann ist die Firma 1,2 Millionen wert und ich glaube 60% davon müssen dann mit Ihrem persönlichen Steuersatz versteuert werden, wenn Sie ins Ausland gehen. Also wenn die Firma, sagen wir mal, 1 Million wert ist, dann werden davon 600.000 versteuert mit Ihrem persönlichen Steuersatz, dann dürfen Sie dann 300.000 abdrücken, das können die meisten gar nicht. Nur als Beispiel. Und glauben Sie nicht, dass das auf Firmenbeteiligung beschränkt bleiben wird. Nee, nee. Das wird wie damals die Wegzugsteuer, die, da irrt sich allerdings Max Krall, die ist nicht von Hitler erfunden worden, sondern die wurde schon 1916 im Deutschen Reich eingeführt. Gut, da war noch Krieg. Wurde dann, glaube ich, bis 1925 im Deutschen Reich, also in der Weimarer Republik, beibehalten. Auch da konnten sie nicht ohne weiteres raus. Und dann wurde das dann 8 Jahre später von den Nazis wieder eingeführt. Also wie gesagt, eingeführt hat der Kaiser bzw. die Weimarer Republik. Aber gut, letztendlich bleibt es egal. Unter unserem Freund hier aus Braunau wurde die Wegzugsteuer ganz dramatisch erhöht. Da konnten sie also praktisch nicht mehr aus dem Land raus, auch nicht als Deutscher. Ich meine, die semitischen Freunde, die durften quasi alles abgeben, aber als Deutscher kamen sie auch nicht mehr raus. Und diese Tendenz, die, ja, die haben wir natürlich jetzt in Deutschland. Wir haben schon die Wegzugsteuer und die werden sie garantiert auf private Häuser und Sichtguthaben und Aktien wird das erweitert werden, garantiert. Denn je schlimmer es wird, umso mehr Kohle braucht der Staat, umso mehr Leute wollen abbauen und dann sieht der Staat, wie seine Schäfchen, die ihn ernähren, wie die sich alle von dann machen und dann greift er zu. Zu einer direkten Mauer mit Schießanlagen in der DDR wird es glaublicherweise nicht wieder führen, wobei das will ich auch nicht ganz ausschließen, aber die machen das heutzutage eleganter. Sie nehmen ihnen dann alles weg und dann ja. Aber gut, wenn sie jung sind, werden sie nicht so viel haben, dann gehen sie raus und wenn sie älter sind und was haben, ja, was ist besser, in der BRD noch zu leben oder lieber zu sagen, komm,
ich versuche es nochmal von vorn und fange lieber im Ausland an. Wenn Sie eine gute Ausbildung haben, dann können Sie überall anfangen. Gut, über 50 wird es wohl schwierig werden, aber ist machbar. Also weiter zu den Ausführungen von Markus Krall. Herr Haldenbank, Frau Faeser und ihre Spießgesellen können sich ihre Abhörgeräte dorthin stecken, wo die Sonne nicht hinscheint. Ja, die haben ihn abgehört lange Zeit. Das muss man sich mal vorstellen. Kann ich verstehen, dass er das hier so schön formuliert. Und dann, ich mische mich weiterhin in die deutsche Politik ein und werde weiterhin das politische Versagerpersonal dieser abstürzenden Republik beim Namen rufen. Mit denen habe ich noch nicht fertig. Ich weiß, dass die Schweiz nicht perfekt ist, aber allemal als die perverse Republik der gegenderten Woken. Ja, liebe Freunde, da kann ich ihn voll und ganz eigentlich nur unterstützen. Und er sieht eben halt keine Zukunft mehr. Und ich habe damit auch große Schwierigkeiten. Wir werden uns erstens demografisch komplett verändern. Die Deutschen kriegen keine Kinder mehr. Und gleichzeitig, ich will das Wort nicht verwenden, das wird mein Video wieder gesperrt, findet ein gewisser Bevölkerungsaustausch statt. Wenn Sie mir das vor 10 Jahren gesagt hätten, hätte ich sofort gesagt, Propaganda, Schwurbelei, Aluhut-Themen. Nein, es ist ja tatsächlich so. Gehen Sie mal in die deutschen Städte. Gut, das war auch schon vor 10, 15 Jahren so, aber nicht so schlimm, wie es jetzt ist. Gehen Sie mal nach Berlin ins Zentrum oder gehen Sie mal nach Duisburg oder gehen Sie nach Hamburg oder kann auch gerne nach München gehen. Sie fühlen sich teilweise, als seien Sie irgendwo in Bagdad oder in Teheran oder in Kabul. Das ist die totale Veränderung. Gleichzeitig führt das zu der erhöhten Kriminalität, die wir, wie wir wissen, seit der letzten Tagesschau-Erklärung habe ich auch ein Video zugemacht, ja nicht durch unsere Fachkräfte, sondern durch Touristen gestiegen ist. Gut, dann haben wir gleichzeitig die irren hohen Energiekosten. Unsere Industrien hauen ab, definitiv, weil sie sagen, hat so keinen Sinn mehr, hier können wir nicht mehr produzieren. Schauen Sie sich mal die Liste der Firmen an, die entweder massiv Arbeitskräfte abgebaut haben oder gleich ihren Laden dicht gemacht haben und ins Ausland gegangen sind. Das ist alles nicht mehr lustig. Und sehen Sie sich die zunehmende Verarmung auch der Rentner an. Was macht der Rentner heutzutage? Der geht nicht wie vor 30 Jahren vielleicht in seinen Schrebergarten, der geht von Tonne zu Tonne. Lasst uns von Tonne zu Tonne eilen, damit wir die Pfandflaschen da rausklauben können. So sieht's aus. Ja, liebe Freunde, das Geld, was fehlt, das wird für die Fachkräfte ausgegeben, rund 80 Milliarden im Jahr und dann nochmal die 32 Milliarden für Radwege in Peru oder Gender-Dingenskirchen in, was weiß ich, Namibia. Also es gibt ja die Liste hier, was sie alles fördern im Entwicklungshilfeministerium. Also, liebe Freunde, denken Sie auch drüber nach, wenn Sie es können, und wenn Sie es nicht können, dann versuchen Sie zu kämpfen. Ich versuche ja auch meinen Beitrag zu leisten durch meinen Kanal. Wir wollen hoffen, dass sich das irgendwann nochmal zum Positiven ändert, aber wenn in 2 Jahren dann vielleicht CDU zusammen mit den Grünen drankommt, dann wird es auch nicht besser. Gut, das soll es für heute sein. Bis zum nächsten Video und überlegen Sie, was Sie bei den nächsten Wahlen wählen.